Wir befinden uns hier auf der ECMA 2019 und wir schauen jetzt einmal nach, was es auf ETV und Bordsektor Neues gibt. E.ON bereitet sich auf die Euro 5 vor. Hier sehen wir die Overland 600, das ATV und die überarbeitete Cobra 420, die es für die deutsche Loftzulassung gibt und die auch mit einem Hinterachsdifferential zu haben ist. Quadro setzt auf die Fahrdynamik von 4 Rädern. Bei Kymco erstrahlt die MXU 700i mit LED-Tagfahrlicht. Der Einsitzer macht einen guten Eindruck und hat auch recht üppige Gepäckträger an Front und Heck. Scorpion bietet für den ADX 1 jetzt auch ein beheizbares Visier. Kostenpunkt 99 Euro. Und den beliebten Combat, den Kulthelm, gibt es jetzt auch in Fiberglas. Das Integral lässt sich abnehmen und das Visier gibt es eben auch cool in verspiegelt. Bei LEM gibt es Bikes im neuen Design und auch ATVs. Verkauft werden sie allerdings ausschließlich in Italien. Das Side-by-Side von Access mit dem Turbomotor bzw. dem Kompressor kennen wir bereits. Es wurde uns vorgestellt, es soll im April 2020 kommen. Ganz neu und der Shootingstar auf der ECMA 2020 ist ein ATV, das ebenso wie das Side-by-Side über einen 850 Kubik Einzylinder-Triebwerk verfügt, das Turbo aufgeladen auf 90 PS kommt. Das Fahrzeug steht hier als Prototyp. Es soll bereits im Ende November in Deutschland den Händlern präsentiert werden. Liefertermin, naja, da wollen wir mal für Access nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht so ganz die Hand ins Feuer legen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass das Side-by-Side ja jetzt definitiv kommt, gehen wir mal davon aus, dass auch das ATV demnächst bei uns zu haben ist, irgendwann im nächsten Jahr. Gleich geht es los. Segway wird Hybridfahrzeuge präsentieren. So, good afternoon everybody. Thank you very much for being here this afternoon. Nothing is impossible and that has resulted already in a company. Mobility is changing, especially in the shorter distance, medium distance. Focus for Segway 9-volt has always been the shorter commute. Short distance, even the micro commute, but with the range that we will be launching today, that regional last circle is what we will be aiming for. Mit seiner Marke Shark bietet der tschechische Importeur und Großhändler
ASP vielfältiges Zubehör, universell passend für die verschiedensten ATVs und Side-by-Sides. Und der Knackpunkt an der Geschichte ist, das Ganze ist auch relativ günstig. Hier ein Schlegelmulcher und verschiedenste Anhänger, wie dieser Forstanhänger oder dieser Tandemachser. Der für schweres Gelände ausgelegt ist. Yamaha zeigt in Mailand zwar auch sein Krabbelzeug in Form des Side-by-Sides Wolverine 850 und der Grizzly 700 als ATV, aber dominiert wird das Ganze dann doch vom über 400 PS starken Außenbordmotor mit V8 Triebwerk, 5,6 Liter Hubraum. Das sollte auf jeden Fall genügend Power sein auf dem nächsten Tümpel. Ja, und es gibt auch nach wie vor China-Quads, die sich in Mailand präsentieren. Das ist ja eine Zulassung bekommen in Europa, ist natürlich eine andere Frage. Einen schnittigen Stromer bietet Felo mit seinem Dreirad FW03. Und ein bisschen ist auch Can-Am präsent auf der ICMA 2019 in Mailand und das sogar mit dem brandneuen 2020er Spider RT, der vor ein paar Wochen noch den deutschen Händlern in Essen präsentiert worden ist. Verschiedene Lösungen zum Anheben von ATVs bietet Omcrop, ein italienischer Hersteller von Werkstattausrüstung. Eigentlich ganz einfach gelöst, aber sehr praktisch. Der Hersteller bietet auch verschiedene Hebebühnen, darunter auch eine richtige Quad-Hebebühne bzw. Motorrad-Hebebühnen, die sich entsprechend erweitern lassen. Ein großes Geheimnis bleibt, nämlich was präsentiert CF Moto auf der ECMA 2019. Let me have you the center of the stage here. Thank you very much. We are a Chinese power sports manufacturer and brand. And we have been in this industry now for 30 years. So this year, 2019, it's actually our 30th anniversary. Wow. So it is a really good thing to celebrate. Yeah. And in the old days, sometimes products from there were perceived as like a copy with a lower quality. That has changed dramatically. And here we Ja, willkommen noch einmal am CF Moto Stand hier auf der EICMA 2019. Wir haben gerade unsere Pressekonferenz gehabt und unsere Evolution A vorgestellt. Sehr spannendes Projekt für uns zum 30. Geburtstag von CF Moto. Und mit der Evolution A zeigen wir Ihnen eine
zukünftige Richtung, in die wir gehen werden, weil anders als früher vielleicht chinesische Hersteller nicht mehr nur Trends folgen und vielleicht empfunden werden als Firmen, die Dinge kopieren, sondern wir wollen durchaus auch Zukunftstrends setzen. Und ja, ich glaube, in der ganzen Welt geht es im Moment um alternative Antriebe und dieses Konzept wird genau diese Dinge erfüllen für eine immer größer werdende Kundenschicht, die das genau möchte. Z-Force 1000 nimmt Formen an. Bei den ATVs und Side-by-Sides bekannt, tritt CF Moto jetzt auch mit aller Konsequenz in den Motorradbereich ein. Die Weltpremieren der ersten Modelle, die auch in aller Deutlichkeit in Österreich und Deutschland verkauft werden sollen, stehen auf der EICMA 2019.